Du kennst ihn nicht. Er hat vor 2 Jahren sein Abitur gemacht. Mein Jahrgang. Unser Code. Oh, hallo Jungs. Seid ihr sicher, dass euch niemand gefolgt ist? Klar. Okay, kommt rein. Kommt schon. Siehst du? Was habe ich dir gesagt? Das hier ist es? Passt dir daran irgendwas nicht? Gott, sich einen Film vom Vorführraum aus anzusehen, ist wie ein Sitz auf der Ehrentribüne bei einem Baseballspiel. Von hier hinten sehen sich sonst nur Millionäre die Filme an. Oh ja. Die Leute da unten können einem wirklich leid tun. Müssen in gemütlichen Sesseln sitzen, hören alles in Dolby Stereo. Sehr lustig. Aber haben Sie etwa eine private Minibar? Was zu trinken? Was riecht denn hier so merkwürdig? Käse. Ja, Käse. Ich esse gerne Käse, während ich einen Film vorführe. Hast du eine Käseallergie oder sowas? Nein. Was ist denn das für eine? Ist der wenigstens cool? Tja, ganz wie man's nimmt. Der ist nicht unbedingt cool, aber er ist mein Cousin. Vielleicht sollte er sich die nächste Szene lieber nicht ansehen. Dieser Film ist erst ab 18. Ach, mein Dad hat mir schon davon erzählt. Hey, ich will auch was sehen. Ach, großartig. Das Experiment ist missglückt. All die Jahre hier waren völlig umsonst, Miss Smith. Oh, Professor, bitte. Nennen Sie mich Barbara. Würden Sie sich vielleicht besser fühlen, wenn ich Sie ein klein wenig massiere? Es käme auf einen Versuch an, Barbara. Professor? Wow, mein Dad hatte recht. Ich glaube, ich brauche nach der Szene erstmal eine kalte Dusche. Für die würde ich sogar einen Abend auf meinen Käse verzichten. Feuer! Rettet meinen Käse! Was um alles in der Welt ist hier eigentlich los? Freu dich doch, jetzt hast du wenigstens deine kalte Dusche. Illegales Betreten des Vorführraumes, verantwortungslose Kindereien in der Nähe von Starkstromaggregaten und zu guter Letzt habt ihr auch noch den Projektor in Brand gesetzt. Wir wissen, dass wir ziemlichen Blödsinn gemacht haben und wir werden für den Schaden aufkommen, Sir. Werden wir? Oh ja, da bin ich sogar ganz sicher. Also, wie sind eure Namen, du? Smith. S-M-I-T-H. Smith. Smith. Und wie ist dein Vorname? Meine Freunde nennen mich Bobby. Bobby Smith. Und du? Mein Name ist Professor... Mr. Prater, ich habe den Vorführraum aufgewischt, aber dieser Typ von der Feuerwehr will mit Ihnen sprechen. Ich glaube, irgendwas soll an der Sprinkleranlage defekt gewesen sein. Das hat er gesagt? Dabei hat er bei mir das Popcorn immer umsonst bekommen. Matthew, du hast mir immer noch nicht verraten, wie die zwei in den Vorführraum gekommen sind. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Die haben behauptet, sie wären Freunde von Ihnen. Matthew, denkst du wirklich, ich hätte Freunde, die so aussehen? Woher soll ich das wissen, Sir? Sie haben Ihre Freunde noch nie vorgestellt. Nehmen Sie mich doch einfach mal zu einer Ihrer Filmpartys mit. Tja, ihr zwei bleibt hier sitzen. Ich bin noch nicht fertig mit euch. Weißt du noch, wie dieser Professor in dem Film hieß? Wen interessiert das? Lass uns verschwinden! Oh, Paul, du bist so zärtlich. Du musst jetzt gehen.
Wieso? Du dürftest überhaupt nicht hier sein. Ich habe meinen Eltern gesagt, ich hätte mich erkältet und wolle gleich ins Bett gehen. Naja, damit ich nicht mit zu Pastor Frank muss, verstehst du? Nina, du hast deine Eltern belogen? Es ging nicht anders, nur so konnten wir uns sehen. Ich liebe dich, Paul. Nina, ich liebe dich auch. Geh jetzt! Ich, Paul dieser der Dritte, will von dir gehen, wie Romeo von Julia gegangen ist. Du willst dich meinetwegen umbringen? Nein, aber ich verschwinde durchs Fenster. Paul? Paul, die Sachen waren sehr teuer. Das Zimmer von meinem Bruder hat auch ein Fenster, okay? Okay? Und jetzt geh. Ich lieb ein kleines Mädchen namens Nina. Keine ist so wundervoll wie sie. Ich hatte zwar schon mal einen Dalmatiner, doch bis am dann allerliebsten streichel ich nur sie. Oh, oh. Schon das dritte Mal in diesem Jahr, dass mir sowas Blödes passiert. Wenn Dad Wind davon bekommt, dann bringt er mich um. Hör mal, wenn uns jemand fragt, wir waren die ganze Zeit in der Bücherei. Gute Idee, Bobby Smith. Auf diese Weise kommt auch niemand in Schwierigkeiten. Hoffentlich hast du recht. Okay, Smith, keine Bewegung. Ich verhafte Sie wegen mutwilliger Brandstiftung. Hey, habt ihr etwa eine Macke? Der Junge sagt, der Bobby Smith, nicht Papa Smith. Das können Sie dem Richter erzählen. Wenn ich dich erwische, Scott Mellert. Scott, wieso klettert da jemand aus deinem Fenster? Oh mein Gott. Den schnappen wir uns. Schnell, nimm dir irgendwas zum Schmeißen. Hey! Verschwinden Sie! Die Polizei ist schon unterwegs! Hilfe! Lass mich rein! Paul, ich hab gesagt, du sollst gehen! Ich ruf dich an! Fass ihn, Killer! Oh. Ah, fass! Zieh Leine! Ich kann Ihnen leider im Augenblick keinen Kaffee anbieten. Kein Problem, der Saft ist großartig. Ihnen fehlt also die Kaffeemaschine. Oh nein, nein, sie ist nur kaputt. Oh, ein schrecklicher Verlust, Ma'am. Vielen Dank für Ihr Mitgefühl. Es gibt keine Anzeichen für ein gewalttätiges Eindringen. Hat sonst noch jemand einen Schlüssel? Nein. Das heißt, draußen ist ein Ersatzschlüssel. Oh, den hat Larry nach dem Einbrecher geworfen. Ein Schlüssel nach einem Einbrecher? Naja, er war wohl in einem von diesen Plastiksteinen. Oh, ich finde, das ist ein gutes Versteck für Ersatzschlüssel. Die gab es mal sehr günstig in einem Gartencenter um die Ecke. Okay, er kam wohl durch das Fenster ins Scotts Zimmer. Was sitzen Sie hier noch untätig rum? Ich meine, sollten wir nicht lieber nach Fingerabdrücken suchen oder sowas? Schatz, er hat erst noch ein paar Fragen an uns. Oh, ich verstehe. Nina, hast du vielleicht irgendwas gehört? Nein, nichts. Meine Ohren sind völlig verstopft wegen meiner Erkältung. Und ihr habt den Einbrecher wahrscheinlich auch nicht erkannt. Nein, Officer, sehen Sie, durch das viele Lesen in der Bücherei waren unsere Augen überanstrengt. Wir haben bestimmt jeder 5 Bücher durchgeackert. Okay, vielen Dank, Professor. Ich glaube, er war sehr jung. Ungefähr in meinem Alter. Vielleicht jemand, den du kennst. Hast du irgendwelche Feinde? Wieso sollte Scott Feinde haben? Ich wollte damit nicht sagen, dass er so nicht beliebt ist. Aber wer könnte Interesse daran haben, ihr Haus auszurauben? Oh, ich weiß auch nicht, wer sowas tun sollte. Junge Dame, wo waren Sie eigentlich während des Einbruchs? Glauben Sie etwa, ich wäre in unser eigenes Haus eingebrochen? Ich habe weder etwas gehört noch gesehen. Das Ganze ist doch völlig lächerlich. Willst du etwa behaupten, du hättest Larry und mich nicht schreien hören, als wir den Einbrecher verjagt haben? Der Fernseher war so laut. Ich dachte, du hättest dir deine gregorianischen Choräle angehört. Haben wir auch, haben wir. Wir? Ich meine, hab ich auch. Ich meine, ich weiß selbst nicht, was ich meine. Ich werde nur verrückt. Wieso könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Entschuldigen Sie. Sie hat die ganze letzte Nacht nicht geschlafen. Ihre Aggressivität kommt sicher durch die Medikamente. Die sind alle schon bezahlt. Nina! Haben die Kinder heutzutage nichts Besseres zu tun, als in fremde Häuser einzusteigen? Ich weiß nicht. Ich war ja in der Bücherei. Ich darf gar nicht daran denken, was heute Nacht hier passiert ist. Und meine kleine Nina. Ganz allein in dem großen Haus. Sie muss furchtbare Angst gehabt haben. Das arme Ding. Naja, wenigstens ist ihre Erkältung los. Was soll ich denn tun? Bretter vor die Fenster nageln wie im Gefängnis? Ist es das, was du willst? Dad, ich hab doch nicht bei uns eingebrochen. So weit sind wir also. Als ich ein Junge war, da war die Welt noch in Ordnung. Du brauchtest nicht mal die Tür zu verschließen. Man war freundlicher zueinander.
Damals kannte man seine Nachbarn. Was ist eigentlich mit den Larsons? Wie? Ich meine die Leute, die neben uns wohnen. Ach, unsere neuen Nachbarn. Dad, sie wohnen schon seit 2 Jahren da und dir ist noch nicht mal ein Hallo über die Lippen gekommen. Ich habe ihn mal gewunken. Paul Dieser der Dritte. Du hast recht, Scott. Ich bin es gewesen. Paul Dieser der Dritte. Aber keine Sorge, ich habe nur das Herz deiner Schwester gestohlen. Ich lieb ein kleines Mädchen namens Nina. Oh. Einen Augenblick. Moment. Okay, du kannst reinkommen. Ich wollte mich nur vergewissern, ob deine Fenster auch verschlossen sind. Man weiß ja nie, ob so ein Einbrecher nicht wiederkommt. Das ist nett von dir, Scott, aber ich wäre jetzt lieber allein. Merkwürdig, was? Schleicht sich einfach jemand in unser Haus. Er hat dafür sicher politische Gründe gehabt. Wie bitte? Dieser Kerl ist wirklich ziemlich frech, hm? Scott, sieh zu, dass du hier rauskommst. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Oh, was sehe ich da? Seit wann spielt man denn Monopoly mit sich selbst? Vielleicht habe ich ja bloß für ein Turnier geübt. Oh, ich bin sicher, du belegst den 3. Platz? Smith. S-M-I-T-H. Smith. Smith, hä? Sie hören von mir, Mr. Smith. Scott, du siehst blass aus. Hallo? Mr. Melrod? Wer sind Sie? Wer sind Sie? Oh, Mann, um so eine Alarmanlage zu bezahlen, müssten wir anfangen, selber Häuser auszurauben. Ich weiß nicht, weshalb ihr euch so aufregt. Es wurde doch noch nicht mal was gestohlen. Nina, darum geht es doch überhaupt nicht. Wir haben Angst um unser Leben, verstehst du? Ich hab's. Wir besorgen uns eine Knarre. Nur für den Fall, dass der Einbrecher zurückkommen sollte. Eine Waffe kommt mir nicht ins Haus. Nein, natürlich nicht, Häschen. Aber wenn dieser Kerl wiederkäme, würde ich auf ihn schießen. Mitten In die Stimmbänder? Was weiß ich wohin. Hallo? Hallo? Wer sind Sie? Wer sind Sie? Da hat sich jemand verwählt. Mäuschen, deine Stimme klingt, als hättest du dich auch erkältet. Ja, kann schon sein. Und? Haben Sie was gemerkt? Gott sei Dank nicht. Ich bin sicher, dass meine Eltern nichts mitgekriegt haben, aber mein Bruder. Ich meine, ich glaube nicht, dass er was weiß. Aber möglich wär's. Er kann's nicht wissen. Oh, Paul, ich rede völligen Blödsinn. Nina, mir geht es doch genauso wie dir. Paul, wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Scott könnte uns in diesem Moment beobachten. Er hat mir gestern Nacht ein paar schlimme Sachen an den Kopf geworfen. Und mir erst. Wir sollten ihm die Wahrheit sagen. Aber was ist, wenn er wirklich noch nichts weiß? Paul, ich bin so verwirrt. Halt mich fest. Doch nicht jetzt! Bist du wahnsinnig, wenn uns jemand sieht? Oh Mann, meine Mama, bitte wieder die Zwölf im Dollar. Wirklich, sag doch mal ruhig. Ich hasse Kirschen. Habt ihr irgendein Problem? Deine Schwester bedeutet mir sehr viel, Scott. Dem ganzen Kuh. Und es gefällt uns nicht, wie du sie mit diesem Einbrechermärchen fertig machst. Oh, soll das etwa heißen, dass das gar kein richtiger Einbruch gewesen ist? Für die Vorspiegelung falscher Tatsachen wurden Leute schon eingesperrt. Hey, für deine Schwester gehen wir liebend gerne in den Knast. Mhm. We love a little girl, whose name is Nina. Nina is the 1414. Sag doch mal, wie soll man bei dem Krach denn schlafen? He's trying to sleep, he's trying to sleep. He's beating us up, he's beating us up. Ow, 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 he's beating us up. Wir Chorknaben können sehr böse werden, Scott. Denk bloß mal an das Massaker, als diese Lehrerin Volkslieder mit uns einstudieren wollte.
Wie? Das weißt du doch noch. Tja, es wäre besser, wenn ihr mir nicht zu nahe kommt. Ich bin leider erkältet und das könnte ansteckend sein. Versuch ja nicht, uns zu verscheißern, Melrod. We hear the bell, second bell. We're on our way to our next class. We're gonna do well in 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 our next class. So, jetzt bin ich auf jeden Fall als Erster am Telefon, wenn es klingelt. Und du bist sicher, dass es dieser Filmfritze ist, der dich ständig anruft? Sicher bin ich mir nicht, aber er hat bestimmt meinen Namen auf den Turnschuhen gelesen. Vielleicht hält er sie ja auch für ein paar Designertreter. Ich bin James Worth. Und ich würde nie mehr mit einem anderen Schuh für die Lakers spielen, als mit meinen neuen Melrods. Auf jedem Schuh steht groß und deutlich Melrod. Eine Idee von Scotts Mom. So verliert man sie nicht so schnell in den Umkleideräumen. Ich laufe jetzt wie ein echter Melrod und ich springe wie ein echter Melrod. Ich kann jetzt endlich alles wie ein echter Melrod. Scott, was soll denn das Telefon hier in der Auffahrt? Oh, weißt du, ich hab nur drauf aufgepasst, damit es nicht gestohlen wird. Hallo? Nein, tut mir leid, im Augenblick nicht. Sicher, ich sag ihm Bescheid. Wiederhören. Wer war das? Pastor Frank? Wieso fragst du? Ach, nur so. Dass du in der Nähe des Telefons bist, heißt, du hast was angestellt. Wieso rufst du da nicht gleich wieder die Polizei an? Später vielleicht. Jetzt stelle ich das Telefon erstmal wieder dahin, wo es hingehört. Immer mit der Ruhe, Cousin. Es war nicht dieser Typ vom Kino. Wie soll ich da ruhig bleiben? Wenn er meinen Namen gelesen hat, versucht er bestimmt, meine Eltern zu erreichen. Und wenn er ihn nicht gelesen hat? Genau das muss ich herausfinden. Sonst hänge ich für den Rest meines Lebens jedes Mal an der Decke, wenn das Telefon klingelt. Klingeling! Vielen Dank. Also, ich muss sagen, es spricht für Sie, dass Sie nochmal wiedergekommen sind, Mr. Smith. Danke. Die Familie Smith ist zwar sehr einfach, aber ehrlich. Ich habe mir schon die schlimmsten Vorwürfe gemacht, dass ich einfach gegangen bin, ohne meine Telefonnummer zu hinterlassen. Stellen Sie sich nur mal vor, Sie rufen den falschen Smith an. Zum Beispiel Baba Smith. Oder vielleicht sogar Leute, die nicht mal Smith heißen. Naja, wie schon gesagt. Es ist sehr anständig von Ihnen, dass Sie freiwillig die Kosten für die Reparatur des Projektors abarbeiten wollen. Sie fangen gleich am Montag an. Genau. Und Sie haben meine Telefonnummer? 6257... Ach was, Sie haben sie ja vorhin aufgeschrieben. Bis dann. Oh ja, und nochmals vielen Dank für den Apfelkuchen. Gern geschehen. Die Äpfel kriege ich geschenkt von meiner Großmutter. Granny Smith. Sie haben vielleicht schon von ihr gehört. Weißt du, wo hast du ihn eigentlich kennengelernt, deinen Freund Smith? Smith? Wie kommen Sie auf den Namen? Heißt er denn nicht so? Nein, er ist Melrod. Melrod? Hallo Nina, willst du damit die Einbrecher abschrecken? Jetzt, wo du wieder da bist, sollten wir lieber unseren Dia-Projektor verstecken. Was? Übrigens kaufen wir doch eine Waffe, eine Smith & Wesson. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Der Besitzer des Kinos hat angerufen und mir eine interessante Geschichte erzählt. Zum Glück für dich bin ich rangegangen. Ich weiß noch nicht, ob ich es Dad erzählen soll. Soll ich oder soll ich nicht? Hallo Scott, hallo Schätzchen. Wieso kommt ihr nicht rein und begrüßt die Larsons? Die von nebenan? Mhm. Ja, euer Dad wollte sie unbedingt einladen. Wieso? Oh. Keine Ahnung, ich nehme an, wahrscheinlich, ihr kommt dann rein? Das war sehr lieb von dir, Schatz, danke. Warte, wir müssen uns unterhalten. So, habe ich was verpasst? Nein, nichts. Ich habe nur gerade gesagt, dass es kaum zu glauben ist, dass wir jetzt schon 2 Jahre nebeneinander wohnen. Oh, es werden im August sogar schon 5. Darf das wahr sein? Aber Sie waren mir von Anfang an sympathisch. Sie haben uns einmal gewunken. Oh. Ach, darf ich vorstellen? Mein Sohn Scott. Hi. Tja, ja, ganz der Vater. Hör zu. Du weißt etwas über mich und ich weiß etwas über dich. Dann wissen wir beide etwas über den anderen. Nur mir macht es nichts aus, wenn du mich verrätst. Mir macht es auch nichts aus, wenn du mich verrätst. Sieht ganz so aus, als wären wir durch unser Schicksal aneinander gekettet. Nein! Noch einen Schluck Saft, Nina? Weißt du, der hat viel Vitamin C. Das ist wichtig bei einer Erkältung. Vielen Dank, Scott. Hast du in der Bibliothek ein Buch über Vitamine gelesen? Hallo?
Versuch nicht, deine Stimme zu verstellen, du widerlicher Schleimer. Wer ist denn dran? Das weißt du ganz genau. Und das nächste Mal, wenn ich bei euch einsteige, breche ich dir das Genick. Und lass Nina in Ruhe. Oh, der Dritte! Was schreist du da oben so rum? Das geht dich überhaupt nichts an! Dad. Wenn mich nicht alles täuscht, war das Paul Deezer der Dritte. Er sagte, wenn er das nächste Mal bei uns einsteigt, bricht er mir das Genick. Kannst du mir das vielleicht erklären? Ich will ein Geständnis ablegen. Es gibt gar keinen Einbrecher. Paul war hier. Aber ich schwöre, wir haben nur Monopoly gespielt. Es tut mir leid, dass ich euch angelogen habe, aber ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen. So, jetzt fühle ich mich besser. Soll ich euch sagen, was Gott getan hat? Würden Sie sich vielleicht besser fühlen, wenn ich Sie ein klein wenig massiere? Es käme auf einen Versuch an. Barbara. Oh, Professor! Oh, ja. Dieser Trick funktioniert einfach immer. Scott Melrod? Miss Smith, nehme ich an? Oh nein, bitte. Nennen Sie mich Barbara. Würden Sie sich vielleicht besser fühlen, wenn ich Sie ein klein wenig massiere? Es käme auf einen Versuch an, Barbara. Melrod! Melrod! Wirst du dich wohl sofort wieder an die Arbeit machen? Und wenn du hier fertig bist mit Aufwischen, kratzt du die Käsereste aus dem Kühlschrank. Ja, Mr. Prater. Das kann doch nicht wahr sein.